2011. Liebe meine Bürgerinnen und Bürger, werte Gäste, es ist schön, dass sich so viele Menschen zum spannendsten Höhepunkt des diesjährigen Festes hier eingefunden haben. Setzen Sie doch mit Ihrer Anwesenheit ein positives Zeichen für unser Heimatfest und das sportliche Schießen. Nach alter Tradition werden heute 5 Schützen zu neuen Königen proklamiert. Zahlreiche Kooperationsmitglieder haben auf dem Gründer im Schießstand im fairen Wettkampf um die Königswürde und die prachtvollen Königsscheiben gerungen. Ein Schießstand, der das Königsschießen mit dem ihm eigenen Flair zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lässt. Die erfolgt kein abgeschottetes, nüchternes, hochtechnisiertes Schießen, sondern mit Publikum im Hintergrund. Das Schießen, die Majestätswürde, ist ein freudiges Gemeinschaftserlebnis. Und dieses Gemeinschaftserlebnis gilt es zu bewahren. Denn der Sundern Schießstand ist eben nicht nur ein Stand zu üben. Seit über 5 Jahrzehnten ist er mit den jeweiligen Königsschießen und weiteren Veranstaltungen der Kooperation fest in den Countdown unseres Heimatfestes eingebunden. Neue einzuhaltende Bestimmungen für Schießstände stellen die Bürgerschaften als Bewahrer traditioneller Abläufe vor eine fast unlösbare Aufgabe. Ich freue mich, dass sich mittlerweile dank eines überaus deutlichen Engagements vieler Bürgerinnen und Bürger und vieler Spender eine Lösung zum Erhalt des unseren Schießstandes am Horizont abzeichnet. Unterstützen auch Sie die Bürgerschaften bei Ihren Bestrebungen. Sie brauchen Ihre Hilfe. Auch die Kreissparkasse Feinde engagiert sich. Für jeden Schützen auf die Königsscheiben spenden Sie einen Betrag von 5 Euro. 3.000 Euro sind dabei zusammengekommen. Dafür danke ich ausdrücklich im Namen aller Feinderinnen und Feinde. Meine Damen und Herren, kommen wir nun zur Proklamation. Zuvor gibt es allerdings die amtierenden Könige zu verabschieden. Majestäten, die Zeit für Sie ist sicher viel zu schnell verschwunden. Was bleibt, sind schöne Erinnerungen und neue Freunde. Wir alle haben zu danken. Zu danken für fröhliche Königsfrühstücke, wundervolle Königsbälle und viele weitere angenehme gemeinsame Stunden während Ihrer Regenschaft. Sie haben das Feiner Freischießen, Ihre Kooperation und das Feine wirklich vertreten. Im Namen der Stadt, der Kooperation und der Bürgerinnen und Bürger danke ich Ihnen für die gewissenhafte Erfüllung Ihrer gesellschaftlichen Verpflichtung. In diesem Dank beziehe ich ausdrücklich Ihre Familie, die Herren Schaffer und die helfenden Freunde ein. Ich bitte nun die Herren Schaffer, Ihnen die Königsinsignien abzunehmen und Ihnen als Zeichen des Dankes und der Anerkennung, aber auch zur Erinnerung an die Königszeit, die Erinnerungsmedaillen anzuhören. Die alten Könige sind abgetreten und nun im Ruhestand. Kommen wir zur Proklamation der neuen Majestäten. Ich beginne mit dem König des Kleiner Balzheimerwahls. Der Königskandidat ist bereits im Alter von 10 Jahren dieser Kooperation beigetreten. Mittlerweile wirkt er über 3 Jahrzehnte sehr aktiv für den Kleiner Balzheimerverein und für das Kleiner Freischießen. Schon als Junge konnte er gut schießen und erreichte 2-mal die Jugendkönigswürde. In seinem 28. Freischießenjahr ist ihm nun der beste Schuss beim Schießen um die große Königswürde gelungen. Sicherlich hat er sich zuvor beim Angeln die notwendige Ruhe eingeeignet und die notwendige Konzentration beim Motorradfahren gemacht. Bei der Freiwilligen Feuerwehr hat er die erforderliche Kondition erworben. Er ist ein Spielmann des Kleiner Waldsteigervereins, als Stabsführer und
Legende auf den Spielmann zu. Der Königskandidat ist verheiratet, hat zwei Kinder, ist von Beruf Betriebsmeister, weil er als Kinder Flachstahl und kein anderer als der zweite Kassierer, Matthias Hanf. Matthias Hahns wohnt in Freiberg, Bundesstraße 33 und schlägt seine Tendenz im Vereinsheim des Freiberger Landtags. Ich frage den Königskandidaten und den Hauptmann des Freiberger Reichsbürgervereins auf Ehre und Gewissen, ist der Königskandidat seinen Verpflichtungen nachgekommen? Herr Bürgermeister, der Königskandidat ist all seinen falschen Verpflichtungen alle Rat nachgekommen. Als neuer König des Freien Reichsbürgervereins 2012 konfirmiert. Liebe Freierinnen und Freier, als nächstes geht es den König des TSV Bildung zu konfirmieren. Der Königskandidat ist seit 2006 Mitglied seiner Korporation und nimmt auch seitdem an einer Praxis teil. Er ist sehr aktiv in der Schießabteilung. Bei den Spielen der sehr erfolgreichen ersten Fußballmannschaft des TSV Bildung, ob daheim oder auswärts, ist er immer dabei. Darüber hinaus ist er seit 2007 Mitglied des Kollegiums. Er ist als jemand bekannt, der immer ein offenes Ohr hat, wenn es um die Belange des TSV Bildung geht. Auch packt er immer an, wenn es darum geht, das Vereinsgelände in Schuss zu halten. Der 65-Jährige ist gelernter Bauschlosser, aber mittlerweile im wohlverdienten Ruhestand. Er hat drei Söhne und auch bereits ebenso viele Enkel. Sein Königsschuss ist ein hervorragender 128er Teiler. Der König des TSV Bildung wohnt nur ein Steinwurf vom Vereinsheim entfernt, wenn der Bürgerkampf 77 sein Name lautet Hermann Schlott. Ich frage den Königskandidaten und den Hauptmann des TSV Bildung auf Ehre und Gewissen, ist der Königskandidat seinen Verpflichtungen nachgekommen? Unser Königskandidat ist selbstverständlich seinen Aufgaben nachgekommen, ist ein Hervorragender, ein Bildunger, wie es nicht besser gehen kann. Unser Hermann ist genau der Richtige. Damit ist Heinz-Hermann Schlott als Universität des TSV Bildung 2012 proklamiert. Meine Damen und Herren, nun ist die dritte Hagenlag-Kooperation an der Reihe. Die Majestät des MTV Vater Jan, der neue Kurlandkönig im Zeichen des 150-jährigen Jubiläums, ist mit Fusewasser getauft. 1973 ist der Kandidat in die Kooperation eingetreten und nimmt seit 1986 am Bayer Freischießen teil. Die diesjährige Majestät ist mit Leib und Seele Mitglied der Handballabteilung. Dort war er früher als Spieler in der Position des Rückraumes aktiv. Heute übernimmt er als Trainer mehrere Mannschaften. Auch beim Fußball und Tennis ist er beheimatet und gehört nunmehr 15 Jahre lang im Kollegium an. Als engagiertes Mitglied der Zeltaufbautruppe, in dem viel Fingerfertigkeit und auch manchmal die Liebe zum Detail erforderlich ist, bringt der Königskandidat ein geschultes und geübtes Augenblick. Jedoch konnte er in der Vergangenheit nur selten als Schütze hervorrufen.
Nur einmal, vor vielen Jahren, dank er den Titel des Jugendkönigs des NTV Freiberg. Über Freude so viel mehr, hat der Königskandidat seine Schießkünste nach 26 Jahren Freischießen-Teilnahme doch noch einmal unter Beweis stellen konnte und die große Königskrone erreichte. Von Beruf ist er technischer Kaufmann, verheiratet, Vater einer Tochter, sein Name lautet Olaf Müller. Olaf Müller wohnt in der Hans-Böckler Straße 18a und steht auch dort seine Residenz auf. Ich frage den Königskandidat für den Hauptmann des NTV von der Jahr nach Ehre und Gewissen. Ist der Königskandidat seinen Verpflichtungen nachgekommen? Sehr geehrter Bürgermeister, liebe Peinerinnen und Peiner, der Königskandidat Olaf Müller ist seinen Verpflichtungen akkurat nachgekommen. Damit ist Olaf Müller als neuer Bürgerkönig des FDV-Fraktion 2012 proklamiert.